Jo, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Servus. Greets aus dem Wood, wie üblich. Heute Morgen eine kleine Runde, nehme ich euch mit. Soll so ein bisschen als kleines Training dienen und natürlich die Sonne ausnutzen, wie denn anders sonst. Und ja, dann nehme ich euch jetzt mal mit auf die Cam. Bis gleich. So, der erste Trail. Hat so ziemlich alles, was die anderen Trails halt auch haben. Deswegen ist er eigentlich ziemlich gut zum Warmwerden. Er ist teilweise eng, er hat Tretpassagen drin und er ist schnell. Also es gibt eigentlich alles. Und wie ihr seht, war ich gestern schon mal hier und habe den Sprung angefangen und einen anderen ein paar Meter weiter vorne über den Baumstumpf oder über den querliegenden Baum zu Ende gebracht. Ziemlich cool geworden. Auf jeden Fall seht ihr den jetzt gleich. So, let's go! Ja, gute Bedingungen heute, wie es aussieht. Trocken, aber noch nicht zu trocken. Naja, easy. Und hier ist der Jump. Auch ganz entspannt. Okay, der Baum lag gestern Abend noch nicht. So, hier rein, hier rum, mal jetzt Schwung mitnehmen. Easy. Boah, immer dasselbe in der Kurve. Aber viel zu eng. Für das, dass kein Anlieger hat. So, Drop. Entspannt. So, und jetzt kommt hier ein kurzes Technikstück. So, hier immer schön langsam. Ja, ein bisschen feucht ist noch, aber geht. Ja, Schweißlein, aber egal. Hier versuche ich immer umzusetzen. Ganz genau so. Naja, perfekt. Knapp. Morgen ist doch noch ein bisschen feucht. Puh. Yeah. Und das war der erste. Jetzt gehen wir zum zweiten. Bis bei Peace. Second Trail. Wer sich wundert, wer die Person am letzten Trailausgang war, das war meine Freundin, die hat Fotos gemacht. Von ihr werde ich übrigens auch heute Morgen ein bisschen geschattelt, weil ich, wie gesagt, nur mit dem 5010 unterwegs bin. Und ja, da bietet sich dann halt einfach nicht so an, die Uphills zu machen ohne ausfahrbare Sattelstütze. Aber nun ja, sei es drum. Jetzt sind wir hier am zweiten Einstieg, am oberen Teil des Trails. Und wollte ich mal sagen, nein, die Olga, oder? Let's pets. Jawohl. Schön, nein. Schön den Schwung hier hoch nutzen. Ist jetzt wieder ein bisschen enger.
aber es geht. Es wäre nur schön, wenn es ein bisschen Anlieger wären. Jawohl. Das war doch jetzt schon mal saftig. Easy going. So, erstes Stück geschafft. Sehen wir uns gleich am zweiten. Jo. So, am zweiten Einstieg vom Trail. Fahren wir mal weiter, wa? Boah, Alter! Aber geiler Grip heute Morgen. Mega Baba. Jawohl, Alter, echt guter Grip. Richtig guter Grip. Alter, wenn man so eng nehmen, wie es nur irgendwie geht. Ja, Mann, beste. So funny. Out of control hier. Jump! Über den Dreck fressen hier. Perfekt. Bam. Krank. So, hier schön in die Inside rein. Jawohl. Bam. Hier hoch, runter, wieder hoch, wieder runter. Die Abbremse und scheiß mal Vollgas in den Baum rein. Probieren wir noch Manual Landing. Ja, okay, verkackt. Scheißegal. Nein, der Biber weg. Zurück zum Shuttle. So, oben angekommen. Trail Nummer 3 wartet. Fängt direkt dort vorne an. Da steigen wir gleich ein. So, let's go hier. Der ist ein bisschen schneller und ein bisschen flowiger. Ein bisschen entspannter so für zwischendurch. Immer diese Aufkommen erstellen. Hier immer ein bisschen vorsichtiger sein wegen den Wanderern, wenn man so schlecht einsieht um die Kurven. Jawohl, alles free hier. Easy. Jump, 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 jump.
jetzt kann man richtig ballern hier das letzte Stück. Ja, yeah, das war's mit Trail Nummer 3. Weiter geht's zu Trail Nummer 4. So, oben angekommen am vierten Trail. Das ist jetzt mal wieder der bisschen technischere, der hier oben mit Spitzkern anfängt, ein bisschen aufmacht und gegen Ende dann mit losem Steingeröll, losem Steingeröll endet. Ich mag den ziemlich, weil er echt gut zum Üben ist. Gerade zu umsetzen oder einfach durchgehen, so schnell wie possible. Ja, auf jeden Fall ist der ziemlich cool, um gerade so steile Sachen ein bisschen zu testen und zum Beispiel auch so Sachen umzusetzen. Weil ich meine, so viele Trails haben wir nicht, auf denen man das üben kann. Naja, das war jetzt besser, wie sonst schon mal, wenn man das bisschen cuttet oben. Perfekt. Tschup, tschup. Boah, sorry. Mal wieder habe ich euch im Busch gehauen. Kommt vor. So. Oh, hier ist alles so zugewachsen mittlerweile. Oh. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Appel, den erspare ich euch und dann sehen wir uns gleich da vorne oben. Peace! So, der kleine Appel ist geschafft. Jetzt kann ich wieder runterfahren. Yippie! Bam! Hier noch ein bisschen Baum mitgenommen. Perfekt! Ah, hier Äste mitnehmen und Bäume mitnehmen. Ich hoffe, die Kameraperspektive passt noch. Because I don't give a fuck. Yo. So geil hier runter. Bam. Und jump. Easy. Und jetzt let's go. Hier in den steilen Part rein. Hier, wie immer, schön die Linie anfahren und dann let's go. Hier gut in Anker gehen, dass man die Kurve hier packt und dann, oh, rein ins Geschehen hier. Easy going. Trail number 4. Ist beendet. Und jetzt fahre ich zu guter Letzt noch den Diesel Trail und dann sehen wir uns da gleich oben. Peace! So Leute, oben angekommen, fünfter und letzter Trail für heute Morgen. Nochmal ein bisschen was Schnelles zum Abschied, weil es so Spaß macht. So, let's go! Griffverlust sein Vater, aber egal. Und Abzug. Boah. Kriegt immer bis nach Alaska der Sprung. Hier kann man noch mal laufen lassen.
hauen sie einfach mit dem Roller. Witzig. So witzig. Aber mit dir eine Rolle. So geil. Yeah! So Leute, nice! Das war's von der wunderschönen morgendlichen Trainingsrunde. Chaka, bis zum nächsten Mal. Peace!